Ein wunderschön, Leute. Heute mal ein kleines neues Setup. Ich habe mich hier in meiner neuen Wohnung ein bisschen aufgebaut und ein bisschen was vorbereitet. Einerseits hier habe ich ein paar Infos, zu denen ich was erzählen kann. Und hier, wenn man das vielleicht sieht, hier irgendwo hier unten ist mein kleines Smartphone. Da sehe ich quasi, was die Kamera sieht. Und ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Viel Spaß! So, bevor es eigentlich zum Inhalt des Videos losgeht oder was ich hier eigentlich vorhabe, da ich kurz mit was ich filme, was die Einstellungen sind. Und zwar, da steht jetzt die Lumix G70 mit dem 25 mm 1.7 drauf. Und ich filme aktuell, jetzt muss ich ein bisschen stibitzen, dadurch, dass ich in 4K mit 30 Bildern filme, habe ich eine Verschlusszeit von 1/60, also immer die doppelte der Framerate, die man benutzt. Und ich bin hier aktuell auf der Blende 1.7 und man sieht vielleicht hinter mir, ist relativ hell. Und um das zu ermöglichen, ist vorne ein ND-Filter drauf. Das ist so ein ganz billiges Ding. Ich glaube, von ND2 bis 400 geht das. Da dreht man einfach rum und ich sehe jetzt keine Vignette oder irgendwie sowas, was das Bild ein bisschen beeinflusst. Die Kamera habe ich komplett selber eingestellt. Wie gesagt, 1/60 und Blende 1.7 mit einem ND-Filter. Farbprofil habe ich jetzt auf lebhaft gestellt. Und der Sound kommt hier aus dem Mikrofon, das ist so ein Ansteckmikrofon, direkt in der Kamera. Sound macht die komplett alleine, weil die das relativ gut kann. So, worum geht es heute eigentlich? Ich habe mir ein bisschen was notiert, weil ich oder wir, je nachdem wie man das sieht, wir haben in der nächsten Zeit relativ viel vor. Vor allen Dingen dieses Jahr haben wir relativ viel geplant und das will ich euch einfach mal zeigen. Aber zuerst geht ein Dank an euch. Wir haben es geschafft. 100 Abonnenten klingt jetzt nicht viel, ist für uns eine ganze Menge, wenn man auf YouTube unterwegs ist als Neueinsteiger und sich mit alles befassen muss und nicht gerade ein Thema hat, wo gleich die ganze Welt sagt, boah, muss ich mir angucken. Hat jetzt ein paar Monate gedauert, aber ich bin trotzdem zufrieden. Das ist natürlich nicht das Ende und da wird es natürlich noch weiteres geben. Was habe ich hier notiert? Genau, 2018 möchte ich euch gerne mal vorstellen. Da ich ja jetzt im Filmbereich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, wenn ich das so sagen darf, sowohl equipmenttechnisch als auch Videoschnitt oder wie man das Ganze macht, wollen wir mal eine Playlist anfangen, wo halt drin steht, was wir aktuell filmen. Weil wir wollen jetzt auf 4K umsteigen, beziehungsweise das Equipment, was wir uns über die letzten Monate geholt haben, ist 4K-fähig gewesen. Wir haben halt bloß Full HD damit gefilmt. Und Stand 2018 ist, dass wir eine Actioncam haben, die 4K kann, die Lumix kann 4K und ganz neu in der Sammlung ist die DJI Mavic Pro, die kann natürlich auch 4K und das iPhone kann auch 4K, also würde sich das ja lohnen, alles in 4K zu filmen. Das MacBook ist stark genug, um das zu schneiden, selbst mit iMovie, mehr brauche ich erstmal nicht. Und dann geht es natürlich dazu, was für ein Mikrofon haben wir. Wir haben ein richtiges Mikrofon, jetzt haben wir ein Ansteckmikrofon, also so ein bisschen Soundmanagement. Und was für Stative benutzen wir? Das steht jetzt gerade auf dem Carbon-Stativ. Ist hier völlig übertrieben, weil hier drin ist das egal. Aber wenn man auf Touren ist, ist das doch etwas besser. So, Roadtrip. Wir haben zwei große Roadtrips geplant dieses Jahr. Und zwar der erste, muss ich gucken, Mitte des Jahres, ist so Richtung Alpen, so südliches Deutschland, Schweiz, Österreich, müssen wir mal gucken, das geht eine Woche lang. Da werden wir Touren machen und wird natürlich alles videografisch festgehalten. Wie genau, das weiß ich noch nicht, nur so als kleine Vorpremiere. Und dann das Größere von allen, wir sind dieses Jahr wieder insgesamt 16 Tage in Norwegen unterwegs. Da waren wir 2016 schon mal, aber haben uns halt ja, eine Hütte gemietet. Hatten quasi eine Hütte, also quasi einen zentralen Startpunkt, mussten von da dann unsere Touren planen. Und die waren teilweise 100, 120, 200 Kilometer weg, was nicht viel ist. Aber in Norwegen ist das schon viel, weil da ist Maximalgeschwindigkeit 110, teilweise bloß 90. Sehr kurvenreich, man kann nicht durchgehend fahren, es gibt da keine Autobahn. Und von daher hat man mal, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir auf die Kreuzung gegangen sind, bis dahin mussten wir fahren, sind 211 Kilometer gewesen. Und allein dafür haben wir 3 Stunden gebraucht. Und wir sind am gleichen Tag hingefahren, haben die Tour gemacht, die 8 Stunden ging und sind wieder zurückgefahren. Das heißt, wir waren einfach mal 14 Stunden lang unterwegs. Schlafen mussten wir auch, wir waren irgendwann nachts um 3 wieder da. Das Problem ist, dass die ganzen Tunnel nachts gesperrt sind wegen Wartungsarbeiten. Das ist aber eine andere Geschichte, da wird doch mal ein Infovideo über Norwegen kommen, wenn man da mal hinmischt, auf was man da achten sollte. Wie gesagt, Norwegen,
war zentral. Dieses Jahr 16 Tage ein Roadtrip durch komplett Norwegen. Wir haben uns da ein paar schöne Ziele ausgesucht. Da ist man relativ flexibel. Da gibt es natürlich haufenweise Videomaterial. Das, was ich mir jetzt schon ausgedacht habe, habe ich auch keine Ahnung, wie ich das so schnell zeigen sollte. Weil momentan ist das ja so, dass ich alle 2 Wochen ein Video hochlade. Meistens eine Tour, wenn wir es schaffen. Oder halt heute so ein Infovideo, was ja auch interessant sein kann. Und das Problem ist, wenn ich da mit 20 Videos wiederkomme, 5 Monate eine Serie über einen Urlaub von 16 Tagen zu zeigen, ist ein bisschen komisch. Also ich will das generell so haben, dass ich alle 2 Wochen ein Tourenvideo plane. Jedes zweite Wochenende Samstag kommt auf jeden Fall ein Video. Und wenn ich mal mehr habe, kommt zwischendurch auch was. Tourenplanung mit Outdoor Active, genau. Ich habe jahrelang OneTastic benutzt, war damit zufrieden. Das war so eine App, mit der du die Touren aufzeichnen konntest, auch mal Touren planen konntest. Und der Johannes, der schwört seit Jahren auf Outdoor Active, das habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt. Und das ist in meinen Augen für das, was ich mache oder für das, was wir machen, ist das wesentlich umfangreicher und hilfreicher. Alleine, dass man die Touren kann man ganz normal planen, wie bei OneTastic, ein bisschen genauer. Aber was im Vorteil ist, man kann mit einem Kartenklick kann man die Tour direkt runterladen. Man sieht in der Tourenplanung direkt, wie nächsten Tag da das Wetter ist. Kann man bei OneTastic natürlich auch, muss man bei Google gucken, muss ich die Google-Karte runterladen. Aber da ist das ein Klick, das vereinfacht vieles. Und es ist halt komplett Apple-kompatibel, wenn ich das sagen kann. Für Android gibt es das bestimmt auch, aber ich kann zum Beispiel auf der Apple Watch ab und zu mal gucken, wenn vor uns eine Kreuzung ist, wo ich lang muss. Einfach so, super spontan. Die App frisst keine Datenmengen, weil man sich alles runterladen kann. Das heißt, die Karte ist so gut wie nach 3, 4 Sekunden, wenn man das öffnet, immer da. Und man hat ein Höhenprofil. Was cool ist, hat man wie so ein EKG, sag ich mal, so eine Zacken. Und man sieht, wo man sich gerade befindet und weiß, ah, noch 200 Meter, da kommt ein Anstieg von bis zu 400 Meter hoch. Das kann man alles einplanen. Das ist echt cool. So, das war erstmal das Infovideo. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Neue Umgebung hier. Ich habe das versucht, ein bisschen schick zu machen. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen da lassen. Und dann wollte ich sagen, wir schauen mal, was wir dieses Jahr so machen. Macht's gut.